Eine neue Lichtgeschwindigkeit am Samstag, Sabato, 8. September 2012, hier von Badia Pavignano. Und es ist hier gleich ein Konzert von Ludwig Güttler, wo der Bürgermeister von Tavanelle, das ist die Gemeinde, uns erklären wird, dass der Trompetenverbot hat hier. Und zwar, hier dürfen nur Leute unter 50 trompeten und Ludwig Güttler bekanntlich ist ja schon über 50. Und hier möchte ich jetzt mal ganz kurz sagen, dieses Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 8. September, Thema in der Echtzeit ist im Grunde genommen die schöne Aussicht auf diesen Ort Badia und auf die Toskana. Und dann habe ich EZB, das gleiche Problem, in der italienischen Zeitung wird der Triumph von Monti gefeiert, von dem italienischen Ministerpräsidenten. Der EZB-Präsident Draghi wird sogar als Superstar bezeichnet in den Überschriften. Und in Wirklichkeit geht es nur darum, dass zum Beispiel die Italiener von der italienischen staatlichen Finanzpolitik keine weiteren Auflagen bekommen, insofern die sogenannten Reformen, um europäisch und italienisch aus der Schuldenkrise zu kommen, beigelegt sind. Das finden die Leute zunächst witzig, auf Kosten von Gelddrucken und Inflation für alle. Und Frau Merkel wird immer beiläufig erwähnt, dass sie im Grunde einverstanden ist. Also so viel zur EZB. Jetzt habe ich hier wieder meine Piratencrew. Ich möchte mich allgemein bedanken und zwar insbesondere auch für die Einführung hier zu der Situation in Badia Pavignano, also diesem wunderschönen Ort. Das ist ein Benediktinerkloster und ein Dorf, ein Borgo. Und es ist ein berühmtes Weingut hier. Das Weingut heißt Antinori, Antinori, und es ist bei Weinkennern im Weinhandel und so weiter, es ist eine weltbekannte Marke mit hoher Qualität, Antinori. Und dieses Antinori macht ein Kultursponsoring für die Benediktiner, das heißt, diese ganze Anlage ist top in Schuss, ganz schön, das ist aber nicht einfach reine Marktwirtschaft, sondern das ist natürlich Sponsoring von der Firma Antinori. Und zum Beispiel hier drüben ist die große private Toskana-Niederlassung der niederländischen Königin Beatrix. Und was ist mir noch gesagt worden, hier in Badia a Pavignano wird heute eine Lichtgeschwindigkeit hergestellt, die ich hier ganz spontan mache, und zwar jetzt zu meinem Thema. Das lese ich hier auch vor aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seite 4, und zwar Vorwürfe gegen Bouffier. Das Thema hatte ich schon mehrmals und hier gibt es also etwas Neues. Wiesbaden, 7. September, auch nach der zweiten Vernehmung von Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, vor einem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags bleibt offen, ob er bei der Ernennung eines Polizeipräsidenten vor 3 Jahren bewusst gegen Recht und Gesetz verstoßen hat. Also Bouffier, Vorwurf gegen Recht und Gesetz verstoßen. Und Bouffier war damals Innenminister. Und die ganze Sache ist hochgekommen im Zusammenhang mit der angeblichen NSU, Zwickauer sogenannten Neonazi-Geschichten und so weiter. Und Bouffier in Bezug auf Verfassungsschutz, Geheimdienst und Polizei ohne Kopf und ohne Übersicht in der Innenkommunikation, in der Dokumentation der Polizeiarbeit, der Aufklärungs- und Sicherheitsarbeit, und Bouffier ist einer von denen, die das vertuschen. Und so ist das zustande gekommen. Jetzt heißt es hier, die Opposition hält dem Ministerpräsidenten vor, er habe in seiner damaligen Funktion als Innenminister um jeden Preis einen ihm genehmen Bewerber durchgesetzt und dann nachträglich versucht, dies als einwandfreies Verfahren darzustellen. Der unterlegene Bewerber klagt inzwischen gegen das Land, um Schadenersatz zu erhalten. Dabei geht es um eine Summe von möglicherweise mehr als 100.000 Euro. Im Ausschuss beharrte Bouffier am Freitag auf seiner Einschätzung, die Kandidatenauswahl sei rechtlich korrekt, Zitat,
abgelaufen und am Ende sei der beste Bewerber zum Zuge gekommen. SPD, Grüne und Linkspartei warfen Innenminister Boris Rhein, CDU von Hessen, vor, er habe vor dem Ausschuss die Unwahrheit gesagt, um den Ministerpräsidenten zu decken. Nun ist das einerseits etwas, das mit der Immunität vielleicht zu tun haben kann, aber andererseits etwas, was jetzt in der Stärke der Vorwürfe eben die Staatsanwaltschaft bereits heraufruft. Und nun müssen wir sehen, was mit Volker Bouffier wird. Die CDU ist im Grunde genommen im Bundestagswahlkampf und der Herr Bouffier ist nun einer von den Bouffiers, die hier im Grunde genommen die innere Sicherheit, die Polizeipolitik, die angebliche Rechtsextremismus, Neonazi, Aufschaukelung, Finanzierung oder Vertuschung ganz enorm persönlich mit zu vertreten hat, wie weit unsere Stamokap-Medien dieses Thema wirklich mehr als auf Seite 4 in so einem kleinen Kasten zu bringen haben. So, ich bin hier also Badia Pasignano, das ist Chianti, beste Gegend. Und dieses wunderschöne Benediktinerörtchen werde ich jetzt besuchen. Ich habe tatsächlich beim Anblick der Sache spontan gesagt, so, jetzt muss ich hier eine Aufnahme machen und den Bouffier will ich hier nicht sehen. Also, lieber Herr Bouffier, bleiben Sie, wo der Pfeffer wächst. Danke für den Aufruf.